Hallo! Buenas noches! Überraschungspost aus dem Carlsen Verlag. Endlich darf ich mal eins mit auspacken! Wir dürfen ein Unpacking machen, also wir haben keinen Plan, was drin ist. Das ist zu dem neuen Buch Apollo, das jetzt demnächst im Carlsen Verlag erscheint. Das ist von der Percy Jackson oder da, von dem Autor. Und ich würde sagen, wir gucken einfach raus. Bin total gespannt. Das Messer. Das gibst du nur freiwillig. Ja. Uha. Mach auf. Geht's schon los, gell? Hast du mal die Klappe? Ich weiß gar nicht, ob man so bewegen dürfen. Es raschelt. Ein Hamster. Das wäre überraschend los. Haben sie gut verpackt, ne? Du lieber Himmel. Oh, was ist denn das? Soll ich vorlesen? Ja, okay. Ein Umschlag? Bitte noch nicht gucken, nicht weiter gucken. Bitte zu Beginn öffnen und lesen. Schatz. Ja. Ja, auch mit Spiegeln, bitte. Wir halten uns an die Regeln. Ja, okay. Liebe Doreen, liebe Ronny, was ihr in den Händen haltet, ist mindestens so wertvoll wie die Büchse der Pandora. Denn dieses Päckchen wird euch den Gott Apollo ein Stück weit näher bringen. Apollo ist in Überlieferungen nach jung und schön, aber auch sehr streng. Er ist der Gott der Sonne und der Gott der Künste. Durch seine sagenhafte musikalische Begabung ist er ständig in Begleitung der neuen Musen, die ihn verehren. Doch Apollo ist auch ein verschmähter Mann. Mehrmals verliebt sich der wunderschöne Gott nahezu unsterblich in eine Frau, so wie du in mich. Ja, in eine Frau oder in mehrere? Doch keine wollte ihn haben. Ja, also mehrere. Hast du ein Glück. Wird Apollo nun... Du willst mich nicht? Nein, hast du ein Glück. Wird Apollo nun bei dir endlich zur Ruhe kommen? Wirst du ihm einen Platz in deinem Herzen schenken? Darauf sind wir schon ganz gespannt. Aber zuerst stellen wir dich vor eine Aufgabe. Rick Riordan's Apollo reist auf die Erde und seine erste Begegnung hat er mit einer Mülltonne. Also haben wir uns für dich etwas Ähnliches überlegt. Wühle dich durch den Müll und versuche, die Symbole zu entschlüsseln, die wir diesem Päckchen beigelegt haben. Nichts davon wurde dir ohne Grund geschickt. Wir wünschen dir göttlich viel Spaß beim Auspacken. Ich glaube, da mache ich aber den Backofen doch aus. Sonst wird der Flammkuchen wirklich nur ein Flammkuchen. Ey, heißt es, die haben uns jetzt einfach nur ihren ganzen Müll geschickt? Ja! Und du, so wie wenn das jetzt noch ein Rätsel wäre? Ja. Und Müll? Müll? Ja, Müll. Ja, wir müssen die Symbole entschlüsseln. Was Müll. Für Symbole? Guck mal, da steht was. Hunde. Müll! Aquasphäre. Okay. Ich hab wahrscheinlich von dem nicht mehr. Käsestein. Müll. Eine. Müll. Ein. Müll. Müll. Kinderschokolade. Ich. Ein. Ja. Müll. Okay. Aber die Lorbeeren haben doch irgendwas zu sagen. Oh, guck mal, was ist da? Das ist kein Müll. Was ist das? Ah, der Gott der Sonne. Das stellen wir erstmal. Das legen wir erstmal zur Seite, genau. Das ist total spannend. Oh, ein hübsches, hübsches Armband. Ein schwarzes Band. Ein schwarzes Band. Sieht man's? Der Gott der Sonne. Hast du da Lorbeerblätter? Jede Menge Lorbeerblätter. Kannst du das irgendwie in die Kamera halten? Was da an? Juhu, wir können wieder kochen. Ups. Ja. Okay. Was soll uns jetzt... Kann man mit so viel Lorbeerblättern...
Falls ihr ein Rezept kennt, wo man drei Hände voll Lorbeerblätter braucht. Ja, dann schickt uns das mal. Spontan würde mir Lorbeerfleisch oder sowas durch den Kopf gehen. Aber ich habe keine Ahnung, ob es sowas gibt. Und was sollen wir jetzt entschlüsseln? Schalen. Das sind alles Schalen. Okay. Schalen oder Verpackungen. Schalen, Verpackung. Hefegebäckstangen. Eine Aquabrille. Noch mehr Aquabrillen. Wasserschale. Er ist der Gott, was stand da drin? Der Sonne und der Gott der Künste. Ja, also das ist echt mal ein Kunstwerk. Sollen wir es auspacken? Sollen wir es auspacken? Vielleicht hat die auch bloß ihre Wohnung ausgemistet. Ich weiß nicht, war das nicht? Nee, nichts davon wurde dir ohne Grund geschickt. Ja. Das passt da nicht rein. Na, das sind also die Lorbeeren haben ja was mit der griechischen Mythologie zu tun, das wissen wir alle, gell? Das sind alles Schalen. Was ist denn diese Atmosphäre? Na, ich, das wird Panoramasicht. Ja, das ist von dieser Schwimmbrille hier war das. Okay. Das ist so eine. Und hier, guck. Aber ich weiß gar nicht, was wir hier entschlüsseln sollen. Oh, riech mal. Das riecht voll nach den Lorbeeren. Ja. Tabak. Riecht ein bisschen wie Apotheke. Kann ja, ja. Hat was jetzt, von Apotheke. Ja, keine Ahnung. Komm, wir gucken ins Buch rein. Jetzt habe ich mich auf so ein Auspackding gefreut und jetzt kriege ich hier Müll. Und habe keine Ahnung. Ob wir das Päckchen wieder zurückschicken? Behälter. Mach's auf. Schüssel, Wannen, Schalen, Formen. Vielleicht liegt ja da. Jetzt rätsel halt auch mal. Ja, ich würde sagen. Komisch. Da saß einer und hat sich gedacht, lass mal die mal dumm rätseln vor der Kamera und gucken mal, auf was die kommt. Der wird sich gedacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es bei euch auch sowas wie einen Wertstoffhof? Der hatte bestimmt keine Lust auf einen Wertstoffhof. Ja, ja. Ja, nee. Der sagte sich, eh praktisch. Ja. Das ist schon mal. Oh, schönes Buch. Ja, sieht echt toll aus. Oh, guck mal. Hm? Spinne, Ameise. Oh. Ja. Apollo. Soll ich euch noch hinten kurz den Klapptext vorlesen? Ja, vielleicht bringt er uns weiter. Der Gott Apollo fällt vom Himmel, direkt in ein paar Mülltonnen. Er ist bei Zeus in Ungnade gefallen und wurde zur Strafe seiner Unsterblichkeit beraubt. Prompt wird er auch noch überfallen, doch zum Glück springt ihm Mac zur Seite. Frech, kampflustig, höchstens 12 und zweifelsfrei eine Halbgöttin. Mit Hilfe eines gewissen Percy Jacksons machen sich die beiden auf nach Camp Half-Blood, doch dort lauern weitere Gefahren. Und noch dazu funktioniert das Orakel von Delphi nicht mehr, denn es ist immer noch von Apollos alten Feind Python besetzt. Klingt auf jeden Fall toll. Ich bin ein Riesenfan der Reihe und ja, bin total gespannt, wie es ist. Werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Ich denke, du wirst es auch lesen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kann sogar der Ronny sein. Der Ronny liest es schon früher. Und wir gucken mal, vielleicht. Der hat nicht mehr viel Wasser gerade. Vielleicht enträtseln wir ja noch die Symbole. Also, ich habe ehrlich keinen Plan, was. Na, ich hätte gesagt, wenn es rot wäre, das wäre der rote Faden, der sich durch die Geschichte zieht. Aber es ist schwarz. Boah, das riecht auch voll nach diesen Lorbeerblättern, gell? Also ich glaube, die haben da einen ganzen Lorbeerbusch für uns jetzt geerntet. Und wir gucken mal, also wenn wir noch rausfinden, was uns diese Symbole hier sagen sollen, dann sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Aber ja, coole Idee eigentlich mal, oder? Du hättest jetzt gern noch irgendwie was
Das Cover ist echt toll. Das ist schön, gell? Das Cover ist echt toll. Ja, halt also mal nicht mal. Auch, ich weiß nicht, könnt ihr das hier sehen? Schaut euch mal hier so die Plakate hier an. Also, wenn ihr das mal könnt, auch weißt du was im Hintergrund und an der Seite hier, das Plakat finde ich echt toll gemacht und so. Also, wenn ihr könnt, guckt euch das irgendwie an. Jetzt kannst du noch sagen, was es kostet, dass die Leute da bestellt wissen. Der obere. Der obere? Mhm. 1 Million Euro. Nein, 18 Euro, also 17,99. Vielleicht könnt ihr ja euren Müll dafür verkaufen oder gar der Kartensalat will euch sagen, schickt uns euren Müll, dann kriegt ihr das Buch, ich weiß es nicht. Oder gebt uns die Chance, euch unseren Müll zu schicken, dann bekommt ihr das Buch. Vielleicht wollen sie uns das damit sagen. Und die Monster gehen hier schon wieder ab. Ja, das. Ja. Ich weiß, wer heute noch lesen wird. Ich will jetzt wissen, um was es mit dem. Ja, vielleicht im Buch. Grabt euch. Schauen wir mal, gell? Durch. Ja, grabt euch durch bis zum Müll. Nichts davon haben sie uns ohne Grund geschickt. Grabt euch durch. Wir schauen uns einfach mal die anderen Unpacking-Videos an. Kommen sonst wird es zu lang. Ja, okay. Na? Ja, außerdem. Hey, Flammkuchen. Puff. Okay. Macht's gut. Wir schauen einfach mal. Schönen Abend noch, genau. Wir melden uns, so wie wir irgendwas rausgekriegt haben, wir melden uns. Bis dann, ciao. Tschüss.